Advent, Advent, ein Neon brennt. Nächste Mann, die Grenzen seines angelernten Handwerks. Es ist dies der Wiener Maler Gottfried Hellenwein. Seine Bilder sind in allen großen Zeitschriften der Welt zu finden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mädel und Buben, liebes kulturinteressiertes Publikum, ich habe die große Ehre heute, Ihnen einen der wirklich letzten Künstler vorzustellen, melde mich gleichzeitig aus dem Atelier des Künstlers, Gottfried Hellenwein. Was sagst du mit eigenen Worten zu dem Prädikat, das Letzte zu sein? Ne? Schnitt. 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 Hellenwein engagiert um innere und äußere Verletzungen sichtbar zu machen. Wie man sieht, beginnen sie bei mir am Mund, setzen sich nach unten fort. Du musst zugeben, Hellenwein, es ist dir nicht leicht gefallen. Ein leidendes Idol. Brauchst du ein leidendes Idol? Ein kaputtes. Sag einmal, was glaubst du, was mich das kümmert, was du brauchst? Und den? Gott, das ist der Helme. Und den? Und da sind die Kinder. Und den? Und den? Und den? Ja, gut. Total, ja. So ist es gut. Total zugelangt, weißt du. Sehr gut, ja. Das hat jetzt mir hier richtig. Danke, 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 das ist genug. Das genügt für Samstag, Nachmittagsprogramm. Danke, meine Damen und Herren. Ja, also jedes Bild beginnt mit einer Idee. Das steht am Anfang. Das nächste ist dann die Fotografie. Das heißt, ich suche mir irgendein Modell. Entweder jemand von der Straße oder irgendwelchen Lokalen oder Bekannte und die werden dann fotografiert. Oder es ist ein Idol, so wie der Jagger zum Beispiel oder der Falco oder der Ambros oder Mora. Und dann gibt es ein, zwei oder drei oder mehrere Fotosessions, wo ich also hunderte, manchmal bis zu 3.000, 4.000 Fotos mache, verschiedene, lauter Schwarz-Weiß-Fotos. Und ich kann jetzt das Modell dazu bringen, in einen ganz extremen Ausdruck zwingen, ja. Und das kann ich im Foto festhalten. Und dann lege ich mir die Fotos alle auf und sortiere die aus, wo der Ausdruck am intensivsten ist. Also irgendein Detail am intensivsten ist, die Hände oder die Augen oder der Mund. Also alles auf einem Foto optimal zustande zu bringen, gelingt nicht. Ne? Und dann lege ich mir die Fotos auf, das sind meistens so 10 Stück. Und lege ich mir am Tisch auf und danach suche ich mir die Details raus, die mir gefallen, zeichne mir das auf und male einfach. Und die Farbe erfinde ich dazu. Dann sitze ich da und male halt nur mit drei Farben, mit Rot, Blau und Gelb und Schwarz, also 4. Weiße Farbe gibt es nicht. Das heißt, die weißen Stellen beim Bild, die werden ausgekratzt mit Rasierklingen oder herausgewaschen oder wegradiert. Dann male ich wieder drüber. Und so entsteht das Bild.
Malerei sollte sein wie Rockmusik. Genauso. Total spontan, direkt. So dass es, wenn du hinschaust, dass es dich packt. Moderne Malerei findet meistens unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, also in Galerien oder sonst in irgendwelchen Ghettos, wo Menschen normalerweise nicht hinkommen. Ne? Und ich probiere das zu durchbrechen, in echt total aus als Thema, weil das überhaupt nicht interessiert. In erster Linie interessieren mich Jugendliche, ehrlich gesagt, weil ich auch ein junger Mensch bin. Ne? Und deswegen habe ich jetzt wieder ein Buch gemacht und da drin ist also vorwiegend das, was ich mit dem Jagger gemacht habe. Mit dem Lauda, mit dem Falco, das sind also Background-Fotos, wie habe ich fotografiert, wie war das dort. Dann gibt es ein Interview, das ich mit dem Lauda gemacht habe. Da gibt es ein Gespräch oder ein Interview, das der Falco mit mir gemacht hat, wo ich halt irrsinnig lästern mich auslassen. Das ist mein eigenes Buch, kann ich machen, was ich will. Dann gibt es Fanpost, gehässige Kritiken. Ne? Der Anfang geht so zum Beispiel. Ne? Das ist eine österreichische Zeitung, die das geschrieben hat. Seine dümmlichen Fernsehauftritte, das bin ich. Seine dümmlichen Fernsehauftritte und die pubertär abgeschmackten, überheblichen Redensarten tun noch das Ihrige dazu. Sein Stern wird vermutlich ebenso schnell, wie er aufgestiegen ist, wieder untergehen. Also jetzt wisst ihr es. Das war wahrscheinlich nach der letzten OK-Sendung, wo ich gesagt habe, alle Kunstexperten sollen scheißen gehen. So was werde ich jetzt nicht mehr sagen.